Hallo liebe Freunde, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Ali der Bastler. In diesem Format möchte ich euch etwas über meine einjährige YouTube-Zeit erzählen. Ja, es ist jetzt mittlerweile ein bisschen mehr als ein Jahr. Ja, wie habe ich eigentlich mit YouTube angefangen oder warum habe ich damit angefangen? Wie jeder andere auch, Projekte zu Hause, klein oder groß. Irgendwann kommen die Freunde auf einen zu und fragen, hey, wie hast du das gemacht und wo hast du das gemacht? Hast du die Maschinen dazu und, und. Dann erklärt man immer wieder dieselben Fragen. Irgendwann habe ich mir gedacht, hey, pass auf, mach mal ein paar Videos darüber, stell sie online, dann können die Leute sich das angucken. Und naja, wenn das klappt mit YouTube, dann machst du es weiter. Wenn nicht, dann lässt es halt. Und so hat das bei mir angefangen. Die ersten 3, 4 Monate, naja, 100 Abonnenten, einige Zuschauer, paar Kommentare. Das war natürlich sehr interessant, sehr erfreulich. Auch das war für mich schon ausreichend, bis dann irgendwann sich ein YouTuber bei mir gemeldet hat, und zwar der Mike, der Kreativbär, den kennt ihr ja schon. Er hat sich bei mir gemeldet und hat mich gefragt, ob er meinen Kanal in einem seiner Videos, in einem Klönschnack erwähnen darf. Natürlich war ich erstmal froh darüber, habe dann ja gesagt, zugesagt, und ich glaube, in der Nacht, als das Video online kam von ihm, sind irgendwie 100 Abonnenten dazugekommen. Ich war natürlich total froh darüber, und mit der Zeit kam dann noch AOK, alles ohne Kabel. Günther, auch dir ein riesen Dank dafür. Er hat dann auch meinen Kanal erwähnt. Daniel von Kellerwerkstatt war auch einer der Personen, die mich unterstützt haben. Hinzu kam natürlich, dass der Mike mir noch den Tipp gegeben hat, einen Account auf Instagram zu erstellen. Somit konnte ich die Community kennenlernen oder die Community auch mich. Ja, und nach kamen dann Projekte, erstmal einfache Projekte, wie zum Beispiel, naja, wie baue ich mir eine kleine Kiste, dann einen Bilderrahmen, einen Handyhalter, so diese üblichen Dinge, die man im Haushalt braucht. Ja, und irgendwann wurden natürlich auch meine Projekte, naja, anspruchsvoller, würde ich sagen. Und dann habe ich mir eine Werkbank gebaut, dann kamen noch ein paar andere Projekte, wie zum Beispiel, wie baue ich ein Regal, wie baue ich mir ein Schränkchen und solche Sachen eben. Mein letztes Video war halt das Schmuckstück, mein Schreibtisch, darauf bin ich sehr stolz, aber dazu kommen wir später noch. Ja, und so sind dann ein paar Monate vergangen und es sind einige Zuschauer dazu gekommen. Ich habe dann wirklich von jetzt auf gleich jede Menge Zuschauer dazu bekommen. Api hat sich auch in meinen Kommentaren sich sehen lassen und auch darüber habe ich mich sehr gefreut. Ich möchte mich wirklich bei jedem bedanken, ob YouTuber, Instagrammer oder Zuschauer, die zufällig dazu gekommen sind. Ihr seid der Grund, warum ich heute noch weitermache. Das habe ich euch zu verdanken, weil ohne eure Unterstützung, eure Kommentare, eure Likes, eure Kritik hätte ich das, glaube ich, bis hierhin erstmal nicht geschafft, weil das ist sozusagen, ja, das ist der Grund, die Motivation, der Ansporn eines YouTubers. Und ob ich jetzt 7000 Abonnenten pro Monat habe oder 7000 Abonnenten nach einem Jahr habe, das ist völlig wurscht. Am Anfang ist es natürlich schön zu sehen, dass jeden Tag neue Zuschauer dazukommen, aber mittlerweile verfolge ich das auch gar nicht mehr, weil mir ist einfach wichtiger, dass die Projekte, der Inhalt der Videos besser sind, als wie jetzt jede Menge Zuschauer zu bekommen oder Abonnenten dazu zu bekommen. Ich freue mich natürlich auf jeden von euch. Aber wie gesagt, die Entwicklung ist für mich meiner Projekte bzw. meiner Fähigkeiten ist mir dann halt doch wichtiger. Kommen wir auch schon zum nächsten Thema, die Entwicklung. Ja, natürlich hat sich in einem Jahr einiges geändert, was jetzt meine Projekte angeht, was die Videoqualität angeht oder auch meine persönliche Entwicklung, was wiederum mit meinen Fähigkeiten zu tun hat. Ich gehe mit dem Ganzen natürlich etwas mit mehr Plan
Also ich mache mir vorher mittlerweile auch schon Gedanken, wie das Ganze aussehen soll, wie mein Projekt aussehen soll. Früher habe ich einfach mal, bin einfach in die Werkstatt, habe mir das Holz, was ich da rumliegen hatte, zusammengewürfelt und habe dann daraus ein Projekt gemacht. Mittlerweile macht man sich halt vorher Skizzen oder eine Zeichnung, zwar jetzt keine professionelle, aber ungefähr so die Vorstellung, geht auch dementsprechend einkaufen, das passende Holz dazu. Man informiert sich, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Schneidbrett beispielsweise bauen will, dann nimmt man halt kein x-beliebiges Holz für, sondern man erkundigt sich halt, welches Holz dafür geeignet wäre. Und genau so habe ich jetzt in den letzten Monaten gehandelt und bin auch zu einem besseren Ergebnis gekommen. Ja, das erstmal zu dem ganzen YouTube, was jetzt so das Sichtbare. Was ihr natürlich nicht seht, ist beispielsweise, wenn sich der Vater eines Zuschauers, einen jungen Abonnenten, sich bei mir meldet und sagt, hey, dank dir ist mein Junge jetzt gerade im Schuppen und baut sich eine Werkstatt auf und beschäftigt sich mit nützlichen Dingen, anstatt irgendwie frei und nutzlos durch die Gegend läuft, auf der Straße rumhängt und irgendeinen Blödsinn macht. Darüber freue ich mich. Ich hätte euch liebend gerne diese E-Mail, die ich bekommen habe, einblenden, aber das ist erstens lange her und zweitens die E-Mail, die finde ich nicht mehr. Oder zum Beispiel ein Kommentar von einem älteren Herrn, dessen Namen ich jetzt nicht mehr weiß, sonst hätte ich, glaube ich, irgendwie noch danach gesucht. Aber auch in einem Video sprach er darüber oder schrieb er, dass er dank mir, dank dem Mike und noch zwei weitere YouTuber hat er aufgezählt, dass er wieder Lust bekommen hat, Bock drauf hat, wieder in seine Werkstatt zu gehen. Er hat monatelang eine schwierige Zeit gehabt. Seine Frau ist verstorben, er selber wurde krank und lag auch eine Zeit lang lustlos zu Hause rum. Und mit 63 Jahren ist er wieder in die Werkstatt gegangen und hat angefangen, sein Handwerk auszuüben. Und wenn ich sowas lese, dann sage ich euch ganz ehrlich, ist es mir egal, wie viele Abonnenten ich habe und wie toll mein Projekt ist. Es ist ein bisschen komisch, es ist ein komisches Gefühl gerade. Solche Sachen sind mir halt viel wichtiger als, irgendein Sponsor, der mir seine Werkzeuge schenkt oder Kohle gibt. Wobei, zu dem Thema komme ich auch noch. Kommen wir auch schon zu den Kommentaren. Also Kommentare, ich bekomme echt sehr, sehr viel Gutes zu lesen. Es gibt natürlich auch Kritik, was ich aber auch zu den Guten zähle und nicht zu den Negativen, weil durch Kritik, durch Tipps von euch lerne ich echt viel dazu. Ja, das ist sozusagen ganz grob meine Erfahrung mit YouTube nach einem Jahr. Wie gesagt, es sind jetzt schon 2 Monate über. Was ich jetzt in Zukunft machen wollen würde, ich habe nicht wirklich große Pläne, große Ziele. Ich setze meine Ziele immer so stückweise. Umso einfacher ist es halt, diese dann auch zu erreichen. Natürlich habe ich ganz vorne, ganz oben an der Spitze ein Ziel, was ich gerne erreichen möchte, aber dafür muss auch die Möglichkeit geben, mit der Zeit kommt es, denke ich mal, weil die kleinen Ziele, die ich mir gesetzt habe, habe ich bisher erreicht und die großen Ziele, da komme ich auch immer näher ran. Ich habe immer noch keinen Sponsor. Ich will auch keinen Sponsor momentan. Ich mache das halt aus eigener Kraft. Und noch etwas, was ich bisher noch nicht erwähnt hatte. Ich hatte auch vor, wie lange ist das jetzt hier? War das Anfang des Jahres? Nee, letztes Jahr im Dezember, Anfang Januar, also Anfang des Jahres, habe ich auch damals schon Angebote vom Fernsehen bekommen und alles. Ich weiß nicht, habe ich das erzählt? Weiß ich gar nicht. Ich kann mich nicht dran erinnern. Und auch da habe ich abgelehnt, weil ich nicht einfach ich sein kann. Ich möchte nicht eingeschränkt werden. Ich mache Videos, wenn es passt, sei es zeitlich, sei es finanziell oder wenn ich genau das richtige, das passende Projekt habe. Ich will auch kein 40. Schneidbrett bauen oder das 700. Video
zum Schiebeschlitten oder sowas. Dazu gibt es jede Menge andere Kollegen, die dazu Videos gemacht haben. Oder so eine French-Cleat-Wand kennen wir mittlerweile. Deswegen warte ich einfach darauf, dass es auch mit allem passt. Und dann erst kommt ein Video. Ja, liebe Freunde, an dieser Stelle wäre es, glaube ich, angemessen aufzuhören, weil es ist extrem warm hier drin. Ich habe hier die gesamte Beleuchtung auf mich gerichtet und ich schwitze schon. Und ich denke, es ist auch, wie gesagt, ausreichend Information. Ich möchte mich wirklich, wirklich herzlich bedanken, dass ihr mir treu geblieben seid. Und die gegangen sind, haben höchstwahrscheinlich was Besseres gefunden, die ihr Abo gekündigt haben. Ich bin halt so, manchmal kann ich langweilig sein. Bei mir findet ihr kein Entertain. Vielleicht ist das Videomaterial zu trocken, wie auch immer. Aber die geblieben sind und die bleiben möchten und dazugekommen sind, für euch freue ich mich. Ich freue mich, oder was heißt für euch? Ich freue mich für euch. Nein, ich freue mich auf euch, dass ihr da seid. Ihr seid mein Ansporn, weiterzumachen. In diesem Sinne, Leute, lasst uns zusammenbleiben, lasst uns gemeinsam weitermachen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr, was ihr über dieses Video denkt. Jetzt kommen wir zu den Standardsprüchen. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, der kann dies jetzt tun. Ansonsten, ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Kritische Kommentare werden bei mir nicht gelöscht. Die könnt ihr gerne hier unten in die Kommentare schreiben. Also Leute, macht's gut, bis dann, ciao.